Und es ist soweit. Wir sind leider schon beim vorletzten Kampf des heutigen Tages angekommen. Aber der Belgier, Shell Sträte, tritt gegen den Deutschen, Abdul Jabbar, die deutsche Nummer 1. Abdul Jabbar. Und die beiden Athleten beginnen. Man sieht, der Belgier ist der etwas längere Mann. Shell Sträte hat hier leichte Reichweitenvorteile. Abdul Jabbar aber sehr breit gebaut und man sieht ihm die Schlagkraft wirklich schon im Körper an. Abdul Jabbar arbeitet sich nach vorne. Shell Sträte feuert lange Hände zurück. Und Abdul Jabbar sucht die rechte Oberhand, sucht die rechte gerade. Geht hier wirklich mit viel Wucht rein. Shell Sträte arbeitet jetzt zum Kopf und zum Körper. Abdul Jabbar sucht jetzt mit dem rechten Powershot den Körper. Ist hier bisher aber auch noch ein bisschen wild, verlässt sich ein bisschen auf seine Kraft. Harte Rechte von Abdul Jabbar. Jetzt auch mit einem harten linken Haken zum Körper. Abdul Jabbar versucht jetzt wirklich alles, was er in den Händen hat, rauszufeuern. Mal gucken, ob sich das über die vollen 9 Minuten so, ob das der beste Plan ist. Denn im Moment drückt er seinen Gegner gut zurück, verbraucht aber auch sehr viel Energie. Während Shell Sträte scheinbar eher versucht, über die Frequenz zu treffen, holt Abdul Jabbar einfach den Hammer raus. Abdul Jabbar sucht wieder die Leber. Steht aber ein bisschen offen. Ja, schöne Kombis von beiden Athleten. Shell Sträte zeigt ja auch eine gute Fußarbeit. Schafft sich wieder zurück in die Ringmitte, aus der Abdul Jabbar ihn mit seinem Druck immer wieder rausbefördert. Shell Sträte mit schönen Jabs. Abdul Jabbar taucht auch gerne ab, um dann diese Overhand reinzubringen. Bisher sind die Hände allerdings oft noch ein bisschen zu kurz. Shell Sträte hat ein gutes Distanzgefühl. Mal gucken, wie sich das in der zweiten Runde entwickeln wird. Hier haben wir den Belgier, Shell Sträte, der bisher vor allem durch seine Reichweite und durch die Frequenz punkten konnte. Und den Deutschen, Abdul Jabbar, der durch seinen Druck und durch seine Schlaghärte punkten konnte. Der aber seinen Gegner immer noch ein bisschen stellen muss, der seine Power erst noch richtig ins Ziel bringen muss in diesen nächsten 2 Runden. Shell Sträte beginnt wieder mit sehr langen Händen. Versucht sich von den Powerhaken, die Abdul Jabbar hat, erstmal fernzuhalten. Schöner Jab von Abdul Jabbar, schöne Rechte von Shell Sträte.
da muss Schell-Schredder aufpassen. So langsam hat Abdul-Jabbar sein Angriffsverhalten rausgefunden, versucht ihn zu kontern. Schöner Jab von Schell-Schredder. Abdul-Jabbar jetzt wieder mit viel Druck, hat sein Gegner hier an den Ringseilen. Er hätte ihn da ein bisschen abschneiden müssen. Oh, harte Rechte von Abdul-Jabbar. Nimmt dafür auch eine, aber er ist offensichtlich mehr als gewillt, auch eine zu nehmen, um eine zu geben. So langsam ist es echt ein Wunder, dass keiner der beiden Athleten angenockt wurde bisher. Marshall Strede sucht jetzt auch immer wieder die langen Haken zum Körper. Abdul-Jabbar sucht meistens die Leber oder das Kinn. Marshall Strede sucht auch aus dem Clinch die Körperhaken. Will seinem Gegner hier die Luft entziehen. Nachdem dieser gerade in der ersten Runde so viel Druck nach vorne gegeben hat, könnte das eine gute Taktik sein. Und Abdul-Jabbar gut im Vorwärtsgang, Schell-Schredder aber bisher etwas aktiver. Schöne Rechte von Schell-Schredder. Wilde Kombis von Abdul-Jabbar. Und die zweite Runde ist vorbei. Der Deutsche muss sich jetzt etwas einfallen lassen. Viktor Schell-Schredder hat einfach auf die Distanz zu viel gepunktet. Amar Abdul-Jabbar muss jetzt wirklich seinen Gegner zu Boden schicken. Er muss ihn schwerst taktieren. Und das vielleicht am besten in den Ringseilen in der Ringecke. Er sollte seinen Gegner jetzt wirklich abschneiden. Ansonsten wird das auf den Punktzetteln sehr, sehr eng. Für den Belgier Schell-Schredder läuft alles nach Plan. Er hat viele Körpertreffer gelandet. Er hat es geschafft, seinen Gegner gut unter Druck zu setzen und seinem Gegner auch viel Luft zu entziehen, die dieser braucht, um seine Aggression, um seinen aggressiven Stil, um seinen Vorwärtsdrang im Kampf richtig einsetzen zu können. Ringfrei zur dritten Runde. Die dritte und letzte Runde. Abdul-Jabbar marschiert direkt wieder nach vorne, sucht den weiten linken Haken. Schell-Schredder versucht ihn hier mit langen Händen fürs Reingehen zu bestrafen. Ah, schöne Rechte von Schell-Schredder. Marshall Strede arbeitet auch aus dem Clinch immer wieder zum Körper. Schöne Rechte wieder. Abdul-Jabbar marschiert weit rein. Öffnet sich beim Reingehen noch immer wieder. Ah, Abdul-Jabbar muss hier einen Jab zum Bauch fressen. Schell-Schredder sehr, sehr bemüht, auch den Körper seines Gegners zu attackieren. Oh, schöne Kombi von Schell-Schredder jetzt auch zum Kopf. Abdul-Jabbar hat ihn hier beinahe in den Ringseilen fixieren können, konnte ihn fast stellen. Schöne Hände von Schell-Schredder.
Guter Druck von Abdul Jabbar, muss aber aufpassen, dass er hier nicht gedreht wird. Abdul Jabbar muss hier anfangen, den Ring abzuschneiden. Und die letzten 55 Sekunden. Super, danke. Und Abdul Jabbar drückt seinen Gegner hier in die Ringecke. Die letzten 40 Sekunden. Abdul Jabbar marschiert weiter nach vorne, sucht weiter den Knockout, wie er es von Anfang an getan hat. Joel Strehle hält aber immer weiter dagegen, schafft es immer wieder, das Ganze zu drehen, schafft es immer wieder, selbst in der Ringmitte zu stehen. Bestraft sein Gegner jetzt sogar ein bisschen an den Ringseilen. Hier muss man sagen, für Schwergewichtler haben die beiden echt eine bombastische Ausdauer. Denn so viel Muskelmasse zu bewegen, das frisst einfach so viel, viel mehr Sauerstoff, als es das bei kleineren Jungs tut. Und damit sind die 9 Minuten für diese beiden Athleten rum und wir dürfen uns auf die Punktentscheidung freuen. Kampfes wurde der Kämpfer aus der roten Ecke aus Belgien, Victor Schildstrater. Und hier herzlichen Glückwunsch an den belgischen Athleten Victor Schildstrater, der wirklich gute Beinarbeit gezeigt hat, der lange Hände gezeigt hat und der auch viel zum Körper gearbeitet hat.